Shalom, liebe Freunde. Man erzählt, dass eine alte Ehepaar, die haben ihre goldene Hochzeit gefeiert. Und wie es üblich hat man eine große Kuchen hat man gebracht. Da steht die alte Dame und sie fängt an, diese Kuchen zu schneiden. Und sie sieht, wie Tränen kommen raus von Augen von ihrem Mann. Dann fragt sie ihren Mann: Mein lieber Mann, ich bin mit dir schon 50 Jahre verheiratet. Tränen kamen fast überhaupt nicht raus von deinen Augen. Was ist da los? Dann sagt sie ihrem Mann: Meine liebe Frau, vielleicht kannst du erinnern von 50 Jahren, wenn dein Vater hat gehört, dass wir haben eine Freundschaft oder eine kleine Beziehung. Da kam er zu mir und er hat mir gesagt: Hallo, junger Mann, du hast zwei Optionen. Oder mit meiner Tochter zu heiraten oder 50 Jahre im Gefängnis zu sitzen. Hätte ich die zweite Option gewählt, da könnte ich heute frei sein. Das bringt mir zu unserer Parasha Ki-Tetzeh, was gläubige Menschen werden morgen in den Synagogen lesen. Dorthin zwischen alle anderen Sachen, was die Tora erzählt, gibt auch die Befehl oder die Mitzwa, dass man kann in einer schlimmen Situation auch eine Scheidung organisieren zwischen einem Mann und einer Frau. Und zum Vergleich zu manche andere Religionen, die verbieten überhaupt eine Scheidung. Und manche denken, warum soll die Tora das auch? Soll die Tora das auch verbieten? Und da werden diese Ehepaar bis 120 bleiben müssen, also zusammen. So manche werden sagen, ja, so die Tora ist klug, einfach. Wenn es gibt Streit und es keine Liebe zwischen dem Mann und der Frau, warum sollen sie zusammenbleiben? Aber ich denke ganz anders. Die Tora gibt uns diese Option, weil sie will uns sagen: Hallo, junger Mann, deine Frau ist nicht gezwungen, mit dir zu bleiben. Hallo, junge Frau, dein Mann kann weggehen. Wenn sie wollen, dass dein Mann oder deine Frau sollen mit dir bleiben, dann müsst ihr Mühe geben. Alle von euch erinnern, ich glaube vor 15 Jahren, Deutsche Telekom war die einzige Monopole hier in Deutschland. Wie viel Geld haben sie kassiert pro Minute im Ausland? Ja, 1 D-Mark oder 2 D-Mark. Heute, weil es gibt Konkurrenz, fast nur ein paar Cent kostet jede Minute im Ausland oder fast nichts. Viele von euch wissen, vor dem Ende von Vertrag bei ihrem Handy ruft euch schon jemand von der Firma, sagt: Ja, liebe Kunde, bleibst du mit uns, wir geben euch einen besseren Preis. Warum? Weil sie wissen, das gibt eine andere Möglichkeit. So bei dir auch, ein junger Mann oder ein alter Mann. Vergessen Sie nicht, es gibt eine Möglichkeit, dass deine Frau geht weg. Dann legst du Mühe bitte und mach sie glücklich, soll sie mit dir bleiben. Das auch 30 Jahre nach dem Eheleben, wenn wird man deine Frau fragen: Wirst du heute mit deinem Mann heiraten? Soll sie sagen mit großen Augen: Ja. Und auch umgekehrt, wenn wird man den Mann fragen. Aber das ist nicht nur zwischen Mann und Frau, das ist auch zwischen einem Arbeitsgeber mit die Menschen, die sind bei ihm eingestellt. Manche Arbeitgeber denken: Ja, der Eingestellte hat keine andere Chance. Er muss bei mir bleiben, der Markt ist nicht so gut, oder da kann ich ihn zwingen. Oder auch der was eingestellt denkt: Ja, mein Arbeitgeber hat keine viele andere Chancen, er braucht mir. Nein, machen Sie Ihre Arbeit mit Glück. Das ist deine Arbeitgeber. Wenn wird man ihm heute fragen: Wirst du der nochmal zum Arbeit nehmen? Wer soll er sagen: Ja, klar. Und auch zwischen Eltern und Kindern. Natürlich, hier gibt es keine Scheidung, ist überhaupt nicht möglich. Aber wir müssen das Gefühl geben, unsere Kinder, dass wir sind glücklich, dass sie sind unsere Kinder und nicht nur einfach, weil die sind zur Welt gekommen durch uns beide. Und wir müssen auch, wir Kinder, unsere Älteren, das Gefühl geben, dass wir sind glücklich, dass sie sind unsere Älteren. Aber natürlich, für die alle braucht man viel Mühe. Dann, hallo. Gehen wir viel zu investieren und glauben Sie mir, Sie werden glücklich sein. Egal Mann, Frau, der Arbeitgeber mit seinen Menschen und Eltern mit Kindern, viel Mühe, aber glücklich werden Sie sein. Ich garantiere euch,
Eine schöne Wochenende und Shabbat Shalom aus Karlsruhe. Tschüss, bis nächstes Mal.